Wir sind hier auf dem Haflinger Gestüt in Meura. Viele von Ihnen kennen uns vielleicht schon. Mein Name ist Anke Sentig. Ich bin die Leiterin des Betriebes. Wir sind ein Familienbetrieb. Nicht nur unsere Familie trägt diesen Betrieb, sondern auch alle unsere Kollegen, die auch eine große Familie sind, oder wir sind eine große Familie. Ich möchte Sie sehr herzlich einladen zu unserer Sommergala, die nach zweijähriger Corona-Pause in diesem Jahr wieder stattfinden kann. Wir freuen uns ganz besonders, weil es ein besonderes Jahr ist. Am 1.7.1977 wurde das volkseigene Gut Tierproduktion Meura gegründet. Und das ist eigentlich der Grundstein für den Betrieb, den wir heute noch haben. Das ist der Grundstein für die Haflingerzucht in Meura, so wie sie heute noch besteht. Die Veranstaltung findet am 6. und 7. August statt, jeweils ab 14 Uhr. Und wir haben eine ganz besondere Ehre. Unser Ministerpräsident, der Herr Ramelow, hat die Schirmherrschaft übernommen. Und wir erwarten ihn auch zu Besuch zu dieser Veranstaltung und freuen uns darüber sehr. Wie ich gerade gesagt habe, die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr. Es gibt dazwischen eine halbe Stunde Pause und geht ungefähr bis 17, 17.30 Uhr. Dazwischen kann man an Ständen etwas Schönes zu essen sich kaufen und ein paar schöne Sachen sich anschauen. Und davor und danach sind eben die Programmpunkte, die Ihnen meine liebe Schwiegertochter und Geschäftspartnerin, die Frau Weber, jetzt ganz genau vorstellen wird. Ja, mein Name ist Helen Weber, ich bin die Geschäftspartnerin von Anke Sendig und zu unserer Sommergala wollen wir ein buntes Programm mit unseren Haflingern und Edelbluthaflingern präsentieren. Wir wollen die Vielseitigkeit des Haflingers zeigen, vom gerittenen Haflinger am Sprung oder auch vor dem Wagen in unseren historischen Kutschen, die ja bei uns in der Kutschenremise ein Zuhause haben, möchten wir zeigen, was also die schönen Blonden alles können. Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Azubis vor allem im Programm beteiligt sein können und die sind auch schon Feuer und Flamme und trainieren fleißig, wie man ja im Hintergrund auch schon sehen kann. Derzeit haben wir 8 Auszubildende im Betrieb und wir hoffen auch, dass das immer so erhalten bleiben kann und sich viele junge Leute für Pferde interessieren. Zum Programm werden uns auch ganz viele Helfer von außerhalb unterstützen, zu Pferd und auch zu Wagen. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Durch die lange Zeit der Corona-Pause war es einfach so, dass der Verein etwas geschrumpft ist. Aber nun sind wir frohen Mutes, dass auch dies wieder wächst und zusammenkommt. Planen Sie sich diesen Termin ein, nehmen Sie sich das Wochenende frei, nehmen Sie sich nichts anderes vor und kommen Sie nach Meura. Schauen Sie sich das schöne Programm an. Sie werden an Parkplätzen eingewiesen. Ganz viele Leute sind da, die sich kümmern, dass Sie auch den richtigen Platz finden. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn Sie uns besuchen. Vielen Dank. Und denken Sie daran, das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Genau.